Nachrichten des Tages. Heute mit Mitri Serin. Ihnen allen einen guten Abend. Sven Forst ist wieder mit mir für den Sport im Studio. Unter anderem mit der Nationalmannschaft, die sich heute in Herzogenaurach trifft. Der 7. Oktober vor einem Jahr, er hat die Welt verändert. Hier sind unsere Themen. Israel zwischen Gedenken und Krieg. Ein Jahr nach dem Hamas-Überfall erinnert das Land an die Toten und Verschleppten. Die Kämpfe gehen weiter. SPD verliert ihren Wahlkampfmanager. Generalsekretär Kühnert hört ein Jahr vor der Bundestagswahl aus gesundheitlichen Gründen auf. Asteroidenkollisionen abwenden. Eine neue ESA-Mission untersucht, ob ein Beschuss wie vor zwei Jahren erfolgreich sein kann. Weltweit wird heute der Opfer des Hamas-Überfalls vor genau einem Jahr gedacht. Ein Jahr, das die Region im Nahen Osten bis heute erschüttert und verändert. Der terroristische Überfall der radikal-islamischen Hamas und verbündeter Milizen war der blutigste Angriff auf jüdisches Leben seit dem Zweiten Weltkrieg. Und das geschah an diesem 7. Oktober 2023. 6.29 Uhr Ortszeit. Hamas-Terroristen aus dem Gazastreifen stürmen den Grenzzaun, greifen fast 50 Orte an, darunter das Nova-Musikfestival. Sie ermorden mehr als 1.200 Menschen, die meisten Zivilisten. 251 verschleppen sie als Geiseln in den Gazastreifen. Israels Armee wird überrascht, reagiert spät. Stundenlang haben die Terroristen freie Bahn. Erst am 10. Oktober haben die Truppen das überfallene Gebiet wieder komplett unter Kontrolle. Über den Tag heute Dominik Lessmeister. Es ist 6.29 Uhr heute Morgen, als die Musik auf dem Nova-Festival-Gelände verstummt. Sie erinnern an den Angriff der Hamas auf Israel vor einem Jahr. Allein auf dem Nova-Festival in der Wüste Negev gab es an jenem Tag fast 400 Tote. Viele umarmen sich. Mein Sohn Amit ist hier getötet worden. Er wurde 22 Jahre alt. Er kam zum Nova zum Tanzen, um das Leben zu genießen. Aber Hamas hat ihn ermordet. Auch Israels Präsident Herzog spendet Trost und fordert die Weltgemeinschaft auf, Israel im Kampf gegen seine Feinde nicht allein zu lassen. Tausende grausame Terroristen sind in unsere Häuser eingebrochen, haben unsere Familien vergewaltigt, unsere Bürger, unsere Brüder und Schwestern und mit ihnen Menschen aus 36 verschiedenen Ländern verbrannt, zerstückelt, entführt und verschleppt. Am 7. Oktober 2023 überwinden Terroristen der Hamas den Grenzzaun zu Israel. Sie filmen den brutalen Angriff, entführen auch Frauen und Kinder in den Gazastreifen. Ein Teil kommt frei. Etwa 100 Geiseln befinden sich nach wie vor in Gefangenschaft. Als Konsequenz führt Israel seit einem Jahr Krieg gegen die Hamas im Gazastreifen. Nach Angaben der von Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörden werden rund 42.000 Menschen getötet, darunter laut Israel 10.000 bis 20.000 Hamas-Kämpfer. Viele Häuser liegen in Schutt und Asche, die Bevölkerung in Gaza ist verzweifelt. Vor dem Krieg hatte ich eine Arbeit, jetzt habe ich nichts. Die Häuser wurden zerstört, es gibt keinen Schutz, niemand fragt nach uns. Schweigeminute vor einer Stunde in Tel Aviv. Die zentrale Gedenkveranstaltung der Familien der Opfer und Entführten. Sie zeigen die Namen der Ermordeten. Ein ganzes Land trauert an diesem 7. Oktober. Am Tag, als die Hamas in Israel einfiel, da ging alles sehr schnell. Binnen weniger Stunden stießen die Terroristen Richtung Norden und weiter auch Richtung Osten vor. Dort griffen sie über 20 Kibbuze an und konnten in die meisten der kleinen Gemeinschaftssiedlungen auch eindringen. Mit kaum vorstellbarer Grausamkeit wüteten sie etwa in Kfar Aza. Katrin Eigendorf sprach mit einer Frau, die den Terror am eigenen Leib erlitten hat. Der Kibbuz Kfar Aza ist ein Jahr nach dem Überfall der Hamas-Terroristen noch immer weitgehend zerstört. 64 der 800 Einwohner wurden ermordet, 19 entführt. An sie erinnern Fotos an den Häusern. In Tel Aviv treffe ich Aviva Siegel im Zentrum der Geiselangehörigen. 20 Jahre lebte sie mit ihrem Mann in Kfar Aza.
Sie wurden beide am 7. Oktober nach Gaza verschleppt. Sie haben uns angeschrien und auf uns geschossen. Im Auto hat einer ein Messer vor mein Gesicht gehalten und der vorne hielt ein Gewehr vor unsere Gesichter, während der Hamas-Terrorist das Auto fuhr. Es schien wie das Ende der Welt. Die Terroristen brachten sie in unterirdische Tunnel. Sie haben uns kaum Wasser oder Essen gebracht. Wir waren an einem Punkt, da hatten wir kaum Sauerstoff. 51 Tage musste ich nur überleben. Nach 51 Tagen kam Aviva Siegel frei, doch ihren Mann Kies musste sie zurücklassen. Das letzte Lebenszeichen stammt von April, ein Video, das die Hamas-Terroristen veröffentlicht haben. Es ist so grausam, sie dort unter der Erde auf einer alten dreckigen Matratze sterben zu lassen. Denn Kies wird sterben, wenn er dort einfach bleibt. Nach Kfar Aza möchte Aviva nicht zurückkehren. In ihrem Leben gibt es jetzt nur eins, der Kampf um ihren Mann und die 100 Geiseln, die noch immer in Gefangenschaft sind. Jetzt gehen wir live nach Tel Aviv. Katrin, der Jahrestag, er ist ja auch eine schmerzhafte Erinnerung an ein Versagen der Sicherheitsarchitektur. Wie viel Vorwurf liegt im heutigen Gedenken? Also ich bin hier gerade bei der zentralen Gedenkveranstaltung im Hayakon Park in Tel Aviv. Und hier steht eigentlich im Mittelpunkt vor allem der Schmerz, die Trauer. Hier treten viele berühmte Musiker auf. Es sind aber auch die Geschichten der Opfer, der Entführten und Ermordeten, die hier im Mittelpunkt stehen. Es ist eine Veranstaltung, die vor allem aus Gästen besteht, die Angehörige haben, die verschleppt und ermordet wurden. Aus Sicherheitsgründen wurde sie beschränkt. Aber einmal wurde hier die Stille unterbrochen und da gab es Applaus. Das war, als ein Vater auf die Bühne trat und verlangte, dass es einen Untersuchungsausschuss geben muss, dass diese Vorfälle wirklich untersucht werden mussten. Das war das einzige Mal, dass hier dieser Vorwurf ganz klar vorgetragen wurde. Ich glaube, er lässt sich auch nicht ausblenden, aber heute steht das Gedenken doch hier und die Trauer im Mittelpunkt. Dankeschön nach Tel Aviv, Katrin Eigendorf. Ja, international an diesem Tag auch große Anteilnahme. Auf etlichen Veranstaltungen wurde an das Massaker vor einem Jahr erinnert. Aber auch das Leid der Bevölkerung in Gaza und im Libanon hat die Menschen auf die Straße getrieben. Auch in Deutschland wurde vielerorts der Opfer gedacht. Silvia Blessmann berichtet jetzt aus Berlin. Gemeinsam miteinander gedenken, in Solidarität mit allen Opfern der Folgen des Hamas-Terrors vor einem Jahr. Vertreter unterschiedlicher Religionen, Rabbiner, Pfarrerin, Imam, Bischof erheben die Stimme für mehr Mut, Versöhnung und Frieden. Für eine Zukunft in Toleranz warb auch der Bundespräsident. Ich habe die Hoffnung, dass Israel auch im Innern wieder zu sich selbst findet und die Menschen wieder zueinander kommen. Und ich habe die Hoffnung, ja, dass Israel in Frieden mit seinen Nachbarn leben kann und leben wird. Am Berliner Bebelplatz ein weiterer Gedenkort. Leere Stühle mahnen hier, die Geiseln nicht zu vergessen, die getötet wurden oder sich weiter in der Gewalt der Hamas befinden. Todesangst erlebte Alan Gatt im Kibbutz Be'eri, als er gekidnappt wurde, mit Frau und Kind, ein furchtbarer Tag. Ich verlor alles. Ich verlor meine Schwester, meine Mutter. Aber meine Frau konnte gerettet, befreit werden. Deshalb weiß ich, dass es möglich ist, diese Menschen zu retten. Noch immer werden 101 Geisel vermisst. Gedanken am ersten Jahrestag des Terroranschlags. Ich finde es komplett bedrückend, was da damals passiert ist. Es ist Leid auf beiden Seiten. Und man muss Empathie für beide Seiten zeigen. Getrennt demonstrieren beide Seiten zur Stunde durch die Stadt. Die einen fordern Solidarität mit Palästina, die anderen ein weltoffenes, tolerantes Berlin. Das Massaker der Hamas und seine Folgen, darum geht's gleich hier im Anschluss in einem ZDF-Spezial. Und auch in unserer ZDF-Heute-App beleuchten wir, was sich alles seitdem für Israelis und Palästinenser verändert hat. Dazu ein Live-Blog, wie der Krieg im Nahen Osten aktuell weitergeht.
gab heute auch viele andere wichtige Nachrichten. Es ist ein bemerkenswerter und für viele sehr überraschender Brief, den Kevin Kühnert heute veröffentlichte. Der 35-Jährige, der vielen als rhetorisch und politisch hochbegabt gilt, tritt als SPD-Generalsekretär zurück. Aus gesundheitlichen Gründen, wie er wissen lässt. Der Rückzug fällt in eine Phase großer politischer Unruhe, nicht nur in der Ampel, sondern auch bei den Sozialdemokraten. Lars Bonsack. Damit hat im politischen Berlin niemand gerechnet, als um 13.43 Uhr eine Eilmeldung aus dem Willy-Brandt-Haus verschickt wird. Kevin Kühnert verkündet schriftlich seinen Rücktritt. Ich selbst kann im Moment nicht über mich hinauswachsen, weil ich leider nicht gesund bin. Die Energie, die für mein Amt und einen Wahlkampf nötig ist, brauche ich auf absehbare Zeit, um wieder gesund zu werden. Deshalb ziehe ich die Konsequenzen. Kevin Kühnert ist das wahrscheinlich größte politische Talent, das die Partei in den letzten Jahren hervorgebracht hat. Als Juso-Vorsitzender treibt er lange die gesamte SPD-Spitze vor sich her. Das sage ich auch als Vertreter dieser Jugendorganisation. Wir, die wir hier in 5, 10, 20 Jahren Verantwortung übernehmen sollen, wollen und auch müssen. Wir haben ein Interesse daran, dass hier noch was übrig bleibt von diesem Laden, verdammt nochmal. Nach ihrem Wahlsieg 2021 wählt die SPD ihn zu ihrem Generalsekretär. Die wichtigste Aufgabe jetzt, die Partei befrieden und zusammenhalten. Wir sind ihm dankbar für den unermüdlichen Einsatz, den er gezeigt hat als Juso-Bundesvorsitzender, als stellvertretender Parteivorsitzender in den letzten 3 Jahren als Generalsekretär und als Bundestagsabgeordneter. Er hat entscheidend dazu beigetragen, dass es Stabilität in der SPD gab, und er hat entscheidend dazu beigetragen, dass unsere Partei sich weiterentwickelt hat in den letzten Jahren. Und er soll offenbar die Nachfolge von Kühnert antreten, Matthias Mirsch, Bundestagsabgeordneter aus Niedersachsen. Der Sprecher der parlamentarischen Linken wird als neuer Generalsekretär auch den Bundestagswahlkampf der SPD managen. Dann gehen wir jetzt nach Berlin zu Diana Zimmermann. Für die SPD muss es jetzt eigentlich schnell gehen. Und wir haben es gerade gesehen, offenbar gibt es schon einen Nachfolger, Diana. Ja, es soll wohl Matthias Mirsch werden. Er ist jetzt erstmal kommissarischer Generalsekretär, bis er dann vom Parteitag gewählt wird. Mirsch ist 55 Jahre alt. Von diesen 55 Jahren verbringt er schon fast 35 als SPD-Mitglied. Und er ist mal wieder, muss man in der SPD schon fast sagen, ein Niedersachse. Mirsch ist promovierter Jurist. Er kennt sich gut aus in Sachen Wirtschaft und Umweltpolitik. Er hat sich lange mit nuklearer Sicherheit beschäftigt. Vor allem aber gehört er zur parlamentarischen Linken und ist auch in diesem Sinne ein Nachfolger Kevin Kühnerts. Mirsch hat sich in der Vergangenheit kritisch geäußert gegenüber plakativen Maßnahmen in der Migrationspolitik, auch gegenüber seiner eigenen Partei. Und er vertritt eine Lockerung der Schuldenbremse. Ab sofort, auch wenn er eben noch vom Parteitag gewählt werden muss, ist sein Job aber, den Wahlkampf zu führen. Den wird er in enger Abstimmung mit dem Vorsitzenden Lars Klingbeil führen, das ist schon klar. Und sein Job ist es, ab sofort das angeschlagene Image der SPD und des Kanzlers aufzupolieren. Dann vielen Dank für die Einschätzung, Diana, nach Berlin. Wie kann Pflege bezahlbar bleiben? Diese Frage beschäftigt die Politik in Berlin ja schon lange. Jetzt spitzt sich die finanzielle Lage der Pflegekassen aber offenbar zu. Dieses Jahr schon sind sie tief in den roten Zahlen. Für 2025 rechnet man mit einem Defizit von mehreren Milliarden Euro. Der Gesundheitsminister, er warnt allerdings vor Panikmache. Britta Spiekermann berichtet. Ob man zu Hause gepflegt wird oder in einem Pflegeheim, Pflegebedürftige und ihre Angehörigen geraten zunehmend finanziell unter Druck. Offenbar ist die Not der Pflegekassen selbst auch groß. Die eigene Prognose, Zahlungsunfähigkeit schon im nächsten Jahr. Es fehlt Geld vom Bund. Der Bund hat die Corona-Schutzmaßnahmen im Pflegebereich aus den Ausgleichsmitteln der Pflegekassen vorfinanziert. Es war immer klar, dass der Bund diese Mittel zurückzahlen muss. 6 Milliarden, die in der Pandemie etwa für zusätzliches Personal und zusätzliche Hygienemaßnahmen ausgegeben wurden. Dass der Bund dieses Geld jetzt an die Pflegekassen zurückzahlt, ist angesichts der angespannten Haushaltslage unwahrscheinlich. Das wiederum könnte teuer werden für jeden Einzelnen. Verdient man 3.800 Euro brutto im Monat, kommen zukünftig sehr wahrscheinlich 0,3 Prozentpunkte für die Pflege dazu. Auch die Krankenkassen haben bereits angekündigt, um wohl 0,7 Prozentpunkte anzuheben. Zusammen also 1 Prozentpunkt drauf, heißt 38 Euro im Monat mehr oder aufs Jahr gerechnet 456 Euro. Auch Minister Lauterbach sieht das System unter Druck, hohe Kosten, sinkende Einnahmen, immer mehr Pflegebedürftige. Dass allerdings die Pflegekassen vor der Pleite stehen, bestreitet er. Daher bürgt auch die Bundesregierung dafür, dass
die Pflegebedürftigen und die Angehörigen sich auch in Zukunft auch verlassen können, dass die Pflegeversicherung die Versorgung bezahlt und für die Leistungen aufkommt. Der Minister hat schon mehrfach eine Finanzreform in der Pflege angekündigt, will in Kürze ein Konzept vorlegen. Die Zeit drängt. Ab heute werden wieder herausragende Leistungen in der Wissenschaft mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Als erster traditionell der für Medizin. Die Jury ehrt die US-Forscher Victor Ambros und Gary Rufkin, weil sie 1993 die Mikro-RNA entdeckten. Ihre Ergebnisse helfen zu erklären, wie sich Zellen unterschiedlich entwickeln, etwa zu Muskel- oder Nervenzellen, obwohl alle Zellen denselben Satz an Genen enthalten. Die Urangst, dass ein großer Asteroid unsere Erde treffen könnte, die begleitet die Menschheit schon ewig. NASA und ESA, die arbeiten schon längst an der Gegenwehr. Vor 2 Jahren, da nahmen sie spektakulär den 11 Millionen Kilometer entfernten Asteroiden Dimorphos ins Visier, um ihn mit einer Sonde zu treffen. Und der Test, er war erfolgreich. Die Flugbahn, sie wurde auf diese Weise tatsächlich verändert. Heute nun startet der zweite Teil der Asteroidenmission und er soll untersuchen, welche Schäden der Sondeneinschlag auf Dimorphos tatsächlich anrichtete. Mehr von Inken Klinge. Um 16.52 Uhr ist Hera an Bord einer Falcon 9 Rakete in Florida abgehoben. Um 18.12 Uhr sendet sie ein erstes Signal aus dem All. Der Jubel am Kontrollzentrum in Darmstadt ist groß. Von hier wird Hera gesteuert. Man fliegt nicht jeden Tag zu einem Asteroiden und man muss sich auch vor Augen halten, wir wollen ein Rendezvous machen mit diesem Asteroiden in 195 Millionen Kilometer Entfernung von der Erde. Hera will zum kleineren eines Doppelasteroiden, wo die NASA ihre Sonde DART einschlagen ließ. Wir haben einen Asteroiden angeschubst und ihn so ein bisschen aus dem Weg geschoben, also ein bisschen Weltraum-Judo gemacht. Und wir haben noch nicht ganz genau verstanden, alle Details, die da wichtig waren. Deshalb wird Hera ganz nah an den gut 150 Meter großen Asteroiden Dimorphos herankommen und auch 2 schuhkartongroße Minisatelliten absetzen. So sollen etwa der Einschlagkrater und die Beschaffenheit des Asteroiden untersucht werden. Wichtig ist auch, die genaue Ablenkung zu verstehen. Die Symbolik ist enorm, weil wir wirklich den Planeten Erde schützen. Sollte ein Asteroid auf die Erde zukommen, was nicht morgen und übermorgen passieren wird, aber das kann in zig Jahren oder vielleicht 100 Jahren passieren, einfach um zu verstehen, was muss man tun, um hier Schaden für die Erde und die Menschheit zu verhindern. Der größte Partner und Geldgeber im mehr als 350 Millionen Euro teuren HERA-Projekt ist Deutschland. Weltraum-Judo, habe ich mir gemerkt. Das klingt sportlich und damit machen wir es weiter. Sven, Länderspielpause ist ja gerade, es klingt immer alles so entspannt. Ja, es sei denn, man trägt das DFB-Trikot, denn jetzt stehen 2 Nations-League-Spiele an gegen Bosnien-Herzegowina und dann der Klassiker gegen die Niederlande. Heute traf sich die DFB-Elf in Herzogenaurach. Nach mehreren verletzungsbedingten Ausfällen wurde noch Kevin Schade nachnominiert, der Offensivspieler vom FC Brentford. Rutschte überraschend für Innenverteidiger Robin Koch ins Aufgebot. Der internationale Fußball verliert eine Legende, schrieb der niederländische Verband. Johan Neeskens verstarb heute unerwartet im Alter von 73 Jahren. Der ehemalige Nationalspieler schoss im WM-Endspiel 1974 den Führungstreffer, konnte die Niederlage gegen Deutschland aber nicht verhindern. Johan Neeskens prägte den Fußball auch als Trainer in den Niederlanden, der Schweiz und Südafrika. Zur Fußball-Bundesliga. Es war ein Spitzenspiel mit spektakulärem Ende. Der Frankfurter Omar Marmoush schockte Tabellenführer Bayern München mit dem späten Ausgleich. Der Rekordmeister ist nun seit 3 Pflichtspielen ohne Sieg. Dino Topmöller bringt es auf den Punkt, als Omar Marmoush in der 4. Minute der Nachspielzeit zum 3:3 Ausgleich und Endstand trifft, wird in Frankfurt Cancan eingespielt. Passend, denn dieses Spiel ist wahrlich ein Tanz bis zur letzten Minute. Der Auftakt für die Bayern nach knapp einer Viertelstunde Zuspiel Müller, Kim trifft 0:1. Das Ganze nimmt Fahrt auf.
Es war auf jeden Fall ein wunderbares Spiel für alle Fußballliebhaber, die dieser Sport so begeistert. Frankfurt blitzschnell zum Ausgleich. Traumpass auf Marmoush, 1:1. Und ratzfatz nach Konter, das 2:1 durch Ekitike. Bayern gleicht aus und geht in der zweiten Hälfte 3:2 in Führung durch Olysee, bis das zuweilen riskante Offensivspiel letztlich durch Marmouchs Last-Minute-Treffer bestraft wird. Und alles zum Fußball in der ZDF-Heute-App. Vielen Dank, Sven. Gerne. Die Wetteraussichten, die gibt es gleich mit Christa Orben. Der Jahrestag des Hamas-Überfalls auf Israel, auch ein Schwerpunkt im Heute-Journal mit Christian Sievers ab 22.45 Uhr. Und natürlich gleich hier im ZDF-Spezial. Von uns war es das. Das gesamte 19 Uhr-Heute-Team sagt danke fürs Zuschauen. Bis morgen und noch einen schönen Abend. Guten Abend. Diese Woche startet richtig mild. In Berlin erwarten wir morgen 22 Grad. Am Wochenende sind das satte 10 Grad weniger. Und dazwischen wird es stürmisch. Der noch Hurricane Kirk liegt schon auf dem Atlantik und erreicht uns dann am Donnerstag in abgeschwächter Form als normales Sturmtief. Vorher bringt uns Tief Gerda mit ihren Randtiefs zum einen die milde Luft, zum anderen auch einiges an Regen. Und so breitet sich der kräftige Regen aus dem Südwesten heute Nacht in Richtung Norden und Nordosten aus. Im Südosten ist es stellenweise klar, da sinken die Werte auf 7 Grad, in der Kölner Bucht auf 15 Grad. Morgen gibt es im Westen und im Norden 16 bis 20, im Osten und im Südosten milde 20 bis 23 Grad. Vor allem an den Alpen hilft da auch der Südföhn, aber generell ist es von Ostbayern bis nach Brandenburg relativ freundlich. Auch im Nordwesten lassen im Tagesverlauf die Schauer nach. Dazwischen aber verlagert sich immer wieder Regen, vereinzelt auch gewittrig, von Südwesten in Richtung Nordosten. Am Mittwoch ist es im Nordwesten wechselhaft, im Südosten freundlich. Der Donnerstag steht ganz im Zeichen des Sturms, der auch einiges an Regen mit sich bringt. Und der Freitag wird dann kühler und durch herbstlich. Und damit auf Wiedersehen.